Jetzt sag mir, was genau versuchst du zu reparieren? Was? Was wird repariert, ha? Was ist es? Was ist es? Was ist es? Bitte doch! Komm schon! Komm schon! Ah! Simples Problem, Riesenaufschrei. Euer Windows fährt nicht mehr hoch. Euer Mac, euer Linux, ist der Computer, der Laptop, es fährt nicht mehr hoch, es funktioniert nicht mehr. Ihr wollt booten und auf einmal Boot-Logo hängt und Bluescreen und Verderben. Es ist möglich, dass nichts kaputt ist. Erstmal durchatmen. Die einfachste Möglichkeit, was passiert sein könnte, ist, euer Laptop oder PC hat auf einmal mal kurz keinen Strom mehr gehabt. Ihr habt den PC ausgesteckt und habt gedacht, ich stelle ihn jetzt woanders hin und habt ihn wieder eingeschalten und auf einmal ist er nicht mehr hochgefahren. Ihr denkt, ihr habt irgendwas ist kaputt. Muss nicht sein. Es kann einfach sein, dass die BIOS-Batterie keinen Strom mehr liefert, weil es alt ist und kaputt, oder dass das BIOS sich zurückgesetzt hat. Einfache Lösung, ihr müsst ins BIOS hinein. Ins BIOS kommt ihr entweder über die F2-Taste, über die Entfernen-Taste oder die Spezialtaste an eurem Laptop. Dort unter Boot oder unter Festplatten findet ihr meistens eine kleine Einstellung, die sich Controller nennt. Soweit so gut. Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten der Einstellung, entweder IDE oder AHCI. So, wenn euer System auf IDE steht, schaltet es mal auf AHCI und falls es auch auf AHCI steht, schaltet es mal auf IDE. Dann drückt ihr F10, Enter und startet neu. Wenn es wieder funktioniert, war es einfach diese kleine Einstellung. So, gut. Dann beheben wir doch mal das Problem. Also bei mir zum Beispiel ist es unter Erweitert. Dann müsst ihr schauen, wo die Einstellungen sich hierfür befinden. Bei mir ist es hier in den Speicherkonfigurationen, in der SATA-Modusauswahl. Und dann gehe ich von IDE auf AHCI. Das war es eigentlich schon. Dann drücke ich F10, Enter und die Kiste läuft wieder. Sollte euch das Umstellen von IDE auf AHCI oder vice versa geholfen haben, dann war es einfach ein Treiberproblem. Windows hat einen Treiber gesucht, den es nicht gefunden hat beim Booten. Das Betriebssystem wurde entweder im IDE oder im AHCI-Modus installiert. Wenn jetzt also durch diesen Stromverlust oder das Umstellen oder was auch immer das System nicht mehr wirklich die Treiber findet, die es braucht, dann startet er einfach nicht mehr. So einfach kann es sein. Ich habe ewig nach diesem Fehler gesucht. Ich meine, wir können hier auch jetzt sitzen. Oh, guck mal, ein Yoshi. Hallo, ich bin Yoshi. Ich laufe hier so. Windows reparieren macht mich traurig. Oh, es ist irgendwas passiert. Yoshi, was denkst du? Glaubst du, das System wird wieder funktionieren? Keine Ahnung, was passiert ist. Nein, Yoshi, da, nein. Wenn dieser Trick euch also helfen sollte, dann wisst ihr einfach nur eine kleine Einstellungssache. Aber bis man erstmal darauf kommt, dass diese Einstellung ist, das ist. Ich habe lange gesucht, sehr lange. Hoffentlich müsst ihr euch jetzt nicht durch diese ganzen Foren und Menüs quälen, um rausfinden, ob das jetzt eher ein Einstellungs-Aber irgendwas ist. Vielleicht konnte ich euch ja helfen. Bis zum nächsten Mal. Bild? Wow! Das war ja einfach. Wow! Ich liebe Computer. Computer sind die besten. Subscriben, abonnieren und so weiter. Wow, Geek Freak, wow, awesome, alles awesome.